Was geht ab, meine Freunde? YD wieder zurück am Start. Wir spielen wieder Rocket League. 1 gegen 1. Kompetitiv. Aber bevor wir jetzt ins Gameplay gehen, würde ich euch bitten, lasst doch bitte mal ein Abo da. Denn nur knapp 10% aller Leute, die hier das Video gucken, sind Abonnenten. Und ein Abo dalassen ist tatsächlich kostenfrei. Ihr könnt also dementsprechend mich supporten, ohne irgendwas zu bezahlen. Vielleicht auch ein Like dalassen und ein paar nette Worte. Vielleicht auch ein paar Sachen, die ich besser machen kann, um den Content für euch möglichst angenehm zu gestalten. Nachdem wir jetzt im letzten Spiel richtig hart auf den Sack gekriegt haben, würde ich jetzt mal sagen, lass mal versuchen zu gewinnen und kassiere wahrscheinlich hier jetzt direkt das erste Tor. What? Okay. Hat er ein bisschen verschissen. Da komme ich ein bisschen früher an den Ball als er. Nehmen wir mal hier den Boost. Guck mal, was er jetzt macht. Okay, lupfen kann er schon mal nicht. Das heißt, ich block ihn da. Oh, ja. Und halt den Ball. Wenn er sich da gut gedreht hätte, hätte er mich auskontern können. Jetzt ballern wir mal drauf. Geht rüber. Lupfen. Oh. Dafür kriege ich dann sorry. War ganz nett, aber war jetzt auch nicht krass. Den hätte er halten können. War ja auch super knapp. War auch richtig, richtig knapp. Ah, das letzte Spiel, das hängt mir noch ein bisschen in den Knochen. Ist tatsächlich auch noch nicht so lange her. Ich habe jetzt eine Session mit einem Kollegen dazwischen gelegt. Und in der haben wir Duo gespielt. Da sind wir mal wieder abgestiegen. hat auch viel mit den Fehlern zu tun, die ich hier mache. Das heißt, im Prinzip muss man da mal schauen, dass ich hier trainiere, damit ich im Duo meinem Kollegen ein bisschen mehr unterstützen kann. Weil gerade im Moment ist er deutlich der bessere Spieler. Er hat auch ein bisschen mehr Spielzeit als ich, aber das soll ja jetzt keine Entschuldigung sein. Den habe ich drüber gesetzt. Jetzt ist er ganz weit weggefahren. Warum auch immer. Wahrscheinlich hatte er das Tor schon aufgegeben. Hat er gut gehalten. Gebe ich ihm mal einen guten Zuspruch, damit er ein bisschen gutes Gefühl hat. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen nett in der Community ist. Man will ja doch eigentlich auch eine nette Community haben. Deswegen kann man ja auch mal ein bisschen Liebe verstreuen. Ne? Ich finde es nämlich echt dämlich, wenn man ständig nur rumsalzt. Habe ich früher ganz viel gemacht. Das hat mir persönlich einfach das Spiel kaputt gemacht und auch den Gegnern und auch meinem Mitspieler. Also von daher macht es halt meistens wenig Sinn, so hart zu salzen, weil es einfach jedem das Spiel einfach nur zunichte macht, muss man dann halt schauen, dass man das irgendwie mal ablegt. Dauert echt lange. Und dann muss man halt schauen, dass man ein bisschen was lernt, ein bisschen was versucht, positive Vibes reinzubringen. Und dann macht das allen viel mehr Spaß. Er macht schon ganz gute Doubles, also er geht zum zweiten Hit immer noch hin. Wenn er das noch solider hinkriegt und den Ball dann auch wirklich platzieren kann aufs Tor, dann ist es gar nicht so schlecht. So, auch hier den Lupfer, den fand ich nicht schlecht. Der geht aber nicht rein. Okay. Habe ich ihn jetzt langsam an ihm vorbeigelegt. Und konnte dann das 13-0 jetzt holen. Dann wir den hier drüber. Und dann gibt er auf. War trotzdem ein gutes Spiel. Und ich fand auch, dass er tatsächlich ziemlich gut gespielt hat. Von daher muss man ihn jetzt nicht haten oder sonst was. War ganz geil. Vielleicht schaffen wir auch wieder eine Serie. Ist ja jetzt der erste Sieg wieder nach der ersten Niederlage zwischendurch. Dementsprechend könnte ja was werden. Was machst du? 50-50 gewonnen. Ich die mit zurück. Gut. Könnte den Konter jetzt vielleicht. Knapp! Das war echt, echt knapp. Ah, das war dumm. Oh. Oh, das war eine richtig geile Parade. Das war richtig dumm. Oh. Erst habe ich ihn vorgelegt.
Und dann habe ich ihn richtig, richtig, richtig verschissen hinten noch. Und ich habe manchmal das Gefühl, klar haben die Gegner auch immer irgendwie was drauf. Ich meine, sonst wären sie natürlich nicht hier in der Liga. Aber ich habe das Gefühl, ich mache viel zu viele Fehler. Und deswegen kassiere ich immer so viele Tore. Das war auch zu langsam. Zu leichtfertig. Er ist im Tor. Ah, da war er schneller. Okay. Hat er gut gemacht. Hat er sehr gut gemacht. War er schneller als ich. Verdientes Tor auf jeden Fall. Jetzt bin ich natürlich unter Druck. Okay, das Tor kriege ich. Das Tor kriege ich. Aber das ist jetzt tatsächlich ein Gegner, der ist echt nett. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch weniger salty ist. Wir hatten ja im letzten Game, im letzten Part hatten wir einen richtig saltigen Gegner. Den haben wir ja dann tatsächlich noch mit Glück besiegen können. Gut. Ja, gut. Könnt ihr das doch... Oh, der geht nicht rein! Oh, Mann. Den hielt er aber, ja, Gott sei Dank. Okay, das Tor wäre echt schade gewesen für ihn. Nee, den kriege ich nicht. Haben wir das erste Spiel auch verloren? Bin mir gar nicht so sicher. Nee, das erste Spiel haben wir gewonnen. Okay. Da habe ich die Ehrenrunde gedreht. Ehrenrunde. Das gebe ich auf. Hat er gut gespielt. Glücklicher Anstoß. Sehr glücklicher Anstoß. Nehme ich aber. Nach dem letzten Spiel kann ich das gebrauchen. Ich brauche einen guten, soliden Vorsprung. Ein Rückstand hinterherlaufen ist immer echt ärgerlich. Den habe ich zwar gehalten, bin aber zerstört worden. Was macht er jetzt? Ah, lässt sich viel Zeit, sammelt noch einen kleinen Boost ein. Nehme ich den Mittelboost. Was er jetzt macht. Okay, das ist ein Tor. Huiuiuiui, da war er ein bisschen wild. Ich weiß nicht genau, was er da wollte. Ob er ihn da weghauen wollte, dann hätte er aber springen müssen. Das hat er versäumt. Aber 30 Sekunden, zwei Tore, das ist halt gar nichts. Na, den habe ich jetzt überspielen können, aber es hat nicht viel gebracht. Na. Auch das hat nichts gebracht. Hier ist jetzt viel passives Lernen angesagt. Viel passives Lernen. Und dann mit Glück noch das dritte Tor. Bin nicht zufrieden mit meiner Leistung. Muss ich ganz ehrlich sein. Da geht noch mehr. Weil hier sind schon wieder so viele Fehler passiert. Wir hätten eigentlich Gegentore passieren müssen. Kein guter Flug. Hat er gut gehalten. Ist keine Wucht hintergekommen. Na, was machst du? Sah wahrscheinlich netter aus, als es wirklich war, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch echt cool, wenn die Leute was versuchen. Außer die spammen halt immer wieder dasselbe. Das finde ich echt langweilig. Wie zum Beispiel der eine Gegner, den wir hatten, der nur die ganze Zeit die Ceiling Shots gespammt hat, bis zum geht nicht mehr. Das finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Auch hier wieder mit Luck das Tor gekriegt. Okay, wenn der jetzt auch noch reingehen sollte. Okay, tut er nicht. Dann wäre er wahrscheinlich rausgegangen. Hätte ich mir auch nicht verübeln können. Der hat so viele Dreckstore dann kassiert. Okay, das war jetzt auch sehr merkwürdig, was er da gemacht hat. Ja. Tragen wir ihn auf die andere Seite. Er dreht ab. Kann also ein bisschen warten. Jetzt push ich. Und kommt er jetzt wieder davor. Und dann kann ich den reinmachen. Gut. 5:0.
könnte mir vorstellen, dass er jetzt rausgeht. Ja. Kriegt trotzdem GG. Und wir sehen uns in der nächsten Runde.